Hey, yo, alle zusammen, was geht? Wie's aussieht, ist Dirk erstmal weg jetzt, die ein, zwei Tage hier über Silvester. Hat zwar noch ein Video hinterlassen, aber irgendwo finde ich ihn gerade nicht mehr. Obwohl ich hier genau an dem Rechner bin, wo der zuletzt noch Projekt 95 gemacht hat. Hey Alter, was machst du denn da? Quatschst du wieder mit der Kamera? Ja klar, ich muss den Leuten noch sagen, was mit Dirk ist. Oder nicht? Ja, aber hier gibt's viel interessantere Sachen. Guck doch mal. Da. Lecker. Gamergum. Oh, Sorte for the night. Power Mint. Oh, mein Gott, den letzten, den ich gekaut habe, der hängt mir immer noch schwer in meinem Magen. Du musst auch nicht immer so viele Kaugummis essen, Mensch. Ja, ich weiß. Aber da gab es noch was. Guck mal darüber. Wo denn? Ja, da, direkt neben dir, jetzt wo du hier verschwunden bist, einfach so. Hä? Lass mal gucken. Jo, der Karton. Da ist aber wieder irgendwas drin, was er bestellt hat, oder? Jo. Manchmal wissen, was der da wieder bestellt hat. Kommst du einmal weg, landen hier immer Pakete. Und keiner weiß, was da drin ist. Ich würde sagen, das müssen wir auf jeden Fall mal klären, oder nicht? Jo, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal anrufen und fragen, ob er Zeit hat. Vielleicht eine gute Idee. Einen Moment mal eben. Mein Gott, ich bin immer begeistert, wie du jedes Mal das Telefon dahin schleppst, dafür, dass du so klein bist. Tja, ich habe halt ungeahnte Fähigkeiten. Und das liegt auch darin, tja, Telefone von A nach B zu beamen. So, ich würde sagen, wir wählen mal die Nummer, oder? Jo, lass mal machen. Währenddessen in der Telefonzentrale bei Dirk. Oh mein Gott, ey. Noch nicht mal an Feiertagen hat man seine Ruhe. Da ist es kurz vor Silvester und hier klingelt schon mein Telefon. Wo habe ich denn das verdammte Ding? Ah, ich muss mal gucken. Ja, Telefonzentrale, Dirk am Apparat. Ich meine, Stellvertreter von Dirks Büro. Ja, guten Tag. Hier sind die Freunde von ihm. Sie wissen schon, diese gelben Ballons. Jo, die gelben Ballons, Mann, weißt du doch, oder? Nein, Mann, wer seid ihr nochmal? Ja, wir sind die, die doch an sich immer die Vermittler spielen, wenn hier irgendwas nicht mehr so läuft, wie es laufen soll. Aber wir haben hier ein neues Paket erwischt, hör mal. Da müssen Sie irgendwie mal dem Dirk Bescheid geben. Ja, ich kann mal gucken, was sich da machen lässt, aber ich weiß nicht, ob ich den selber so erreiche hier. Der flitzt hier gerade so von A nach B und besorgt jede Menge Feuerwerksraketen. Ich weiß noch nicht, ob ich den da erreichen kann. Kann auch sein, dass er erst wieder Montag zum ersten stinkbesoffen hier ankommt oder klar und denkend wieder zurück im Büro erscheint. Das weiß ich aber noch nicht. Ja, dann richten Sie ihm zumindest aus, dass hier noch ein ganz klangheimliches kleines Paket gekommen ist. Das sieht aus wie, tja, wie soll man sagen? Wie ein Paket. Aber es wurde geöffnet, als ob da schon irgendwer dran gewesen wäre oder reingelauscht hätte. Ich weiß nicht. Also teilen Sie ihm das mit. Jo, werde ich machen, okay? Jo, danke. Tschüss. Tschüss und guten Übergang. Jo, danke. Mal hoffen, dass ich nicht platze vor Neugier. Hehehe. Okay, ciao. Ciao. Boop, boop, boop. Oh mein Gott, ich hasse das. Jedes Jahr dasselbe. Naja, egal, was soll's. So, und was mache ich jetzt? Dirk ist weg? Gucken, der hätte hier doch irgendwo noch Süßigkeiten. Ich wusste es doch. Der versteckt immer wieder mal gerne Chips. Haha, aber nicht von mir. Hehehe. So, dann erstmal mampfen. Oh, war das lecker. Die Gräten, die da immer drin stecken, oh, die sind einfach doch. Die müssen einfach raus. Oh, war das lecker. Oh, hätte nicht mehr gedacht, dass ich den Weg überhaupt noch zum zweiten, zu meinem eigenen Zimmer und seinem zweiten Büro finde. Naja, gucken, was hat er denn wieder angestellt hier? Okay, hab eine Karte gefunden. Da, bitte nicht stören. Bin schon gestört genug. Also es scheint doch so, als ob der Wärme wieder was länger wegbleibt. Mann, 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 immer diese Silvestertage. Und dann lässt er alles auch noch hier so rumliegen. Oh, Mann, Mann, Mann. Mein Gott,
Selbst im Lager herrscht hier Unordnung. Was hat der denn da wieder alles gemacht, mein Gott? Kaugummis lässt er auch noch hier rumfliegen. Oh mein Gott, und da unten? Was hat der denn mit dem Drucker gemacht? Ich hab den doch gesagt, den kann ich noch hier brauchen. Und dann hat der den hier komplett auseinandergepflückt. Nee, das geht doch nicht. Ey, das geht doch echt nicht. Da kann man einmal mit dir reden, dass man vielleicht einen Drucker bekommt, der vielleicht nur verstopft ist. Und was macht der? Der fummelt das ganze Ding auseinander. Das geht nicht so weiter, hör mal. Nee, also über diesen Schreck da komme ich einfach nicht weg. Ich brauche erstmal was zu trinken. Hinten warten ja schon meine Freunde. Ah, bin ja gespannt, was die dazu sagen. Mein Gott. Ne? Ich meine, wenn ihr seht, in Reihe und Glied. Oh mein Gott, die wissen bestimmt auch schon, dass Dirk weg ist. Naja, ich muss mal mit denen quatschen. Bis dahin würde ich sagen, seid mal gespannt. Ne? Der ist bestimmt Montag wieder da. Oder spätestens Dienstag. Und dann geht das hier bestimmt noch weiter. Also, danke fürs Zugucken, würde ich mal sagen. Und gucken. Vielleicht sagen die anderen Kollegen auch noch mal was dazu. Mal abwarten. Also ich bin ja mal echt gespannt, ob der das jetzt weitergeben wird. Oder? Was meinst du? Ja, ich glaube schon, dass er das macht. Warum denn nicht? Er ist ja extra dafür da, um das Ganze weiterzuleiten an Dirk. Ja, aber du weißt doch, wie er ist. Weißt du, wenn Dirk dir nachher irgendwas wieder gegeben hat, wo er dich aufregt, dann hängt er wieder in der Kneipe mit seinen ganzen Kollegen rum und trinkt sich wieder einen über den Durst. Und dann kommt die Nachricht erst wieder 3 Tage später an. Weißt du doch, wie letztes Mal. Jo, letztes Mal. Das weiß ich noch. Boah, doch noch. Weißt du, da an der Laterne? Jo, genau, an der Laterne. Wo der noch sagte, er übermittelt die Straße, die Nachricht. Und dann hat Dirk ihn von der Straße aus gelesen, aufgelesen, verdammt nochmal. Und der war sowas von sturzbesoffen. Das war so genial. Ich wäre zu gern dabei gewesen, der von der Straße aufzulesen, wie der da an der Laterne hing und nicht weg wollte. Jo, das hätte ich auch gern mitbekommen. Na gut, machen wir mal Schluss heute? Jo, ich würde sagen schon. Schließlich, wir wollen ja auch noch ein bisschen Silvester feiern, ne? Jo, ich würde mal sagen ja. Okay, dann wünsche ich euch allen da, die das hier noch sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Es sei denn, ich bin immer noch nicht vor Freude geplatzt, aber das kann ja jedem passieren, ne? Jo, den Doofen zuerst. Wie war das? Ach, Quatsch, keine Ahnung. Also, auch von mir einen guten Rutsch und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder, oder? Jo, auf jeden Fall. Also, bis dahin, alles Gute. Tschüss, guten Rutsch. Tschüss, guten Rutsch. Und denk an den Daumen. Dirk kann ganz viele Daumen sehr gut gebrauchen. Und wenn du noch ein Abo da lasst oder ein Like, mein Gott, da mögen selbst wir euch noch mehr. Also, aber Schnicke, Schnacke, Kicke, ihr wisst schon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und denk an den Daumen für Dirk. Der hat es wirklich verdient, oder? Also, tschüss. Wir sehen uns im neuen Jahr.